Alles klar, gut. Dann schauen wir uns mal weiter um, und zwar zum Beispiel die Seife. Glipschi Waldmeister 2-Phasen Powergel. Glipschi Waldmeister, den können wir doch bestimmt mitnehmen. Glipschig. Glipschig, alles klar. Können wir denn mit Glipschi Waldmeister reden? Es gibt direktere Wege, um ihr zu sagen, dass ich nur Dreck laber. So oder so ähnlich. Kann man den denn benutzen? Glitschig. Glitschig. Hui. Wie wär's denn mit einem Fußnagel? Das wäre eine Lebensaufgabe. Okay, den kannten wir schon. Wie wär's denn mit einem Wasserbecher? Was willst du damit erreichen? Sauberen Dreck? Nicht ganz. In diesem Bild putzt. Ultraschall-Ohrstöpsel putzen. Kennen wir auch schon. Kann man da was draufkritzeln? Nein, meine Sachen. Nein, können wir das sauber machen? Können wir denn den Poloschläger sauber machen? Nein, mein. Auch nicht. Den Stuhlbein bestimmt auch nicht. Nein. Nein. Aber habe vielleicht. Soll ich dich waschen, Harvey? Ja, und danach binde mir bitte ein Schleifchen um und stell mich in den Schrank. Ja. Nein, danke, Harvey. Tut mir leid, das machen wir nicht. Aber vielleicht ein Wasserhahn. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Wasserhähne etwas Phallisches haben? Edna! Jetzt, wo mir das aufgefallen ist, werde ich wohl verdursten müssen. Dann nimm ihn doch einfach mal mit. Der ist fest. Okay, kannst du mit ihm reden? Hey, ihr Kreaturen des nassen Elements! Jemand zu Hause? Neptun? Klabautermann? Captain Igloo? Ja, Captain Igloo ist natürlich ganz besonders wichtig. Wie wär's denn mit benutzen? Okay. Machen wir erstmal nochmal zu. Den müssen wir aber später anlassen, übrigens, by the way. Fußnagel. Am Waschbecken die Fußnägel schneiden. Wie spießig, kennen wir auch schon. Der wird wahrscheinlich jetzt vernichtet werden. Ja. Oh nein, der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl zerrissen ist. Ja. Okay, gut. Captain Unbrauchbar. In diesem. Ultraschall-Ohrstöpsel, kennen wir schon. Stift. Nass schreibt. Das schreibt er nicht mehr, kennen wir auch schon. Poloschläger. Nein, ich möchte. Okay, Blut meiner Feinde an der Nein. Klinge bleibt. Harvey. Willst du baden, Harvey? Igitt, nein. Alles klar. Gut, das sind dieselben, fast dieselben Dialoge, bis auf mit dem Reden, wie beim anderen Wasserhahn drüben. Das heißt, wir können die auf jeden Fall mal aufdrehen. Gehen dann schon mal ganz kurz aus der Tür raus. Gehen hier nochmal rein. Und schalten auch diesen Wasserhahn an. Weil, warum nicht? Wir können es ja. So. Dann treiben wir mal die Wasserrechnung von Dr. Marcel etwas in die Höhe. Kann ja nicht schaden. Der gute alte Doktor. Die Magie geht hier weiter, was? Wofür? Moment mal ganz kurz. Sie geht aus der Zelle raus. Ist da in der Zelle jetzt was markiert? Bitte, 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 lass da so ein fancy Bildchen drin sein oder sowas. Das ist überhaupt nicht übertrieben. Ich muss nur ganz kurz schauen, kleinen Moment. Hier in die Zelle. Ja, von unter dem Tisch geht die Markierung hier so vor und hier. Hier sieht man es ganz kurz, wenn ich das Internet öffne, geht hier genau so entlang. Unter die Tür raus. Geil. Noch geiler wäre es jetzt gewesen, wenn wir hier eine Interaktion hätten mit X marks the spot nach dem Motto. Okay, gut. Dann gehen wir aber wieder raus. Wir haben alles gesehen, was wir sehen wollten. Gehen hier rein. So minimal übertrieben einfach nur. So, dann gehen wir wieder runter und wieder zum lieben Blase. Und holen uns noch einen Wasserbecher. So. Er ist genauso und Siffig wie der letzte. Wunderbar.
So, gehen wieder vor in den Flur. Gehen nochmal in die Küche. Denn wir haben hier oben noch eine Schranktür. Und ein Fenster auch noch. Gut, dann erstmal die Schranktür anschauen. Ein Sperrholzbrett an Stiftscharnieren versperrt mir Einblick in die Hängekonsole. Okay, kannst du nur mit dem reden? Ich kann mir vorstellen, dass es sehr deprimierend ist, eine Schranktür zu sein. Ach nein, wo denkst du hin? Naja, den ganzen Tag nur auf und zu, nichts dazwischen, keine Grautöne. Hey, projiziere deine Konflikte gefälligst auf deine eigenen Marotten. Okay, kannst du die Schranktür denn nehmen? Die ist fest scharniert. Okay, ich will sie noch nicht öffnen. Mit dem Wasserbecher. Wenn ich ihn da reinstelle, bin ich ihn hoffentlich ein für alle Mal los. Ey! Kannst du die Scharniere aufschrauben? Meine tollen Sachen gehören nicht in diesen muffigen Schrank. Okay. Die gehören auf eine grüne Wiese ins fröhliche Sachenland. Natürlich. Da können sie dann mit den anderen fröhlichen Sachen spielen. Wer kennt es nicht, das fröhliche Sachenland? Comic-Heft. In diesem Bild hat sich Captain Unbrauchbar selbst im Wandschrank eingesperrt. Er ist wirklich sehr unbrauchbar, dieser Captain. Können wir denn die Schranktür bekritzeln? Meine tollen Sachen gehören nicht. Die Nein. gehören da können. Poloschläger. Meine tollen. Die da. Nein. Stuhlbein. Meine tollen. Da. Ich hatte kurz Angst, dass wir es jetzt verlieren. Ich habe noch nicht gespeichert gehabt. Okay, Harvey. Soll ich dich in diesen muffigen Hängeschrank stecken, Harvey? Oh ja. Und danach bist du dran. Alles klar, dann benutzen wir doch mal die Tür. Gut. Wir haben Müsli, Cornflakes, Marmeladen, ein Wasserbecher. Steht halt wirklich drin. Und noch weitere Marmeladen. Okay. Dann Marmeladen. Huch, was? Igitt? Ich kann es nicht lesen. Okay, mit Rechtsklick. Igitt? Was? Eingetrockneter Rhabarberkompott? Steht das da? Okay, wenn ich es nicht vergesse, dann werde ich mal ganz kurz beim Nachbearbeiten hier, solange nichts anderes passiert, hier mal kurz ein statisches Standbild einbauen von dem Text, der aufploppt, wo offensichtlich kein Dialog zu vorhanden ist. Ihr werdet es dann sehen. Ich werde auf jeden Fall irgendwann kurz Standbild machen, damit man es lesen kann. Ich konnte es nicht. Nicht richtig zumindest. Dann haben wir, können wir die denn nehmen? So wie es aussieht, sind sie am Schrank festgetrocknet. Okay, kannst du mit denen reden? Rhabarber, 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 Rhabarber. Wie wär's denn mit dem, Moment, ihr kennt es alle, mit dem Rhabarber, Barbara, Barbaren, Barbier, Bier, Bart. Irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was das längste Wort war von der Geschichte. Ah, war schön. Okay, können wir die benutzen? Wozu? Um Lecke in Schiffsrümpfen abzudichten? Oh ja. Also ich glaube, da steht Igitt festgetrockneter Rhabarberkompott. Ihr werdet es aber auf jeden Fall lesen können im Video, wenn ich es nicht vergesse, einzuschneiden. Standbild reinzupacken. Fußnägel! Nicht nötig, dem Zeug wachsen bereits eigene Fußnägel. Lecker! Das ist doch super. Captain Unbrauchbar, was sagst denn du zu den Marmeladen? In diesem Bild verspeist Captain Unbrauchbar den Vegetabler aus Versehen zum Frühstück. Oh nein, der arme Vegetabler! Captain Unbrauchbar, was tust du nur? Die sind schon beschriftet. Da steht entweder Rhabarber-Kompott oder Roswell-Komplott. Ich halte beides für gleich wahrscheinlich. Ja, ich bin für Ersteres. Hoffentlich. Poloschläger vielleicht? Lieber nicht. Wenn ich sein Gefäß beschädige, kann es womöglich fliehen. Okay, das will ich nicht riskieren. Da hast du vielleicht recht, Edna. Stuhlbein? Lieber nicht. Wenn ich Auch nicht, Harvey? Guck mal, Harvey. Marmelade.
Ich hätte auf außerirdische Lebensform getippt. Kann ja sein. Ich habe auch nur geraten. Okay, gut. Wir brauchen nochmal ganz kurz einen Wasserbecher. Natürlich brauchen wir nochmal einen Wasserbecher. Die gehen ja leider immer so schnell hops. Aber was sein muss, muss sein. Ihr kennt das Spielchen ja. So. Da wären wir wieder in Blases Zimmer. Wir nehmen uns natürlich. Der ist genauso sick und bestimmt genau. 9 nutzlosen, siffigen Wasserbecher. Und gehen damit wieder zurück in die Küche. Ich feiere diese Markierung immer noch so hart. So. Und benutzen den Wasserbecher mit den Marmeladen. Ich will das nicht abfüllen und mit mir herumtragen. Am Ende übernimmt es die Kontrolle über meinen Geist und zwingt mich zu haarsträubenden Untaten. Auf jeden Fall. Und der Job ist bereits vergeben. Alles klar, gut. Wir haben Cornflakes. Schokobröckchen. Hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Hier steht, es gibt eine Überraschung im Inneren der Packung. Oh, okay. Dann nehmen wir die mal noch nicht. Reden. Ich baue besser keine emotionale Bindung zu ihnen auf. Sonst fällt es später nur unnötig schwer, sie zu verputzen. Oh, die armen Cornflakes. Können wir die benutzen? Ja. Hey, da war eine Überraschung drin. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Cool. Ich wette, nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Okay, wir haben die Cornflakes im Inventar. Gut. Dann benutzt man das mal so. Cornflakes lassen sich nicht ohne weiteres trinken. Dazu muss man sie vorher 10 Minuten in Milch stehen lassen. Ah, 10 Minuten reicht bei manchen Cornflakes auch nicht. Ich tue den Fußnagel mal hier in die Packung. Da verliere ich ihn nicht. Natürlich. Lecker. Können wir denn... Lecker! Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Okay, wir haben jetzt Cornflakes, die wir jederzeit verspeisen können. Sehr schön. Wie wär's denn mit Captain Unbrauchbar? Captain Unbrauchbar isst Cornflakes nur mit warmer Milch und Zucker. Okay. Warme Milch kann ich verstehen. Zucker? Naja. Kann man da was draufkritzeln? Ja, da ist tatsächlich ein Rätselspiel auf der Rückseite. Hey! Aber meinetwegen kann Bobo Bär ruhig im Labyrinth versauern. Schön. Mein Poloschläger isst keine Cornflakes. Eigentlich isst er kaum etwas. Er wird noch verhungern. Ich seh das schon kommen. Wie wär's denn mit einem Stuhlbein? Besser als Cornflakes? Cornflakes am Stiel. Wow! Dafür bekommst du sicher den goldenen Kochlöffel am Bande. Oh nein. Der Cornflake ist zerbröselt. Genau wie deine Karriere als Profikoch. So schnell können Träume zerschellen. Oh Mann. Harvey? Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit Watte. Aber wie kommt das denn nur? Okay, wir haben noch eine Polizeimarke. Wieder ein neues Item, das wir mit allem benutzen können. Fußnägel kauen ist nicht illegal. Aber für deine Fußnägel bräuchte man einen Waffenschein. Ein schöneres Kompliment kann man einer Frau kaum machen. Okay, gut, das werde ich mir auf jeden Fall merken. Whatever. Wasserbecher? Nein, ich trinke nicht im Dienst. Und der Becher ist sowieso leer. Alles klar, Kommissarin Edna. Wie wär's denn mit Captain Unbrauchbar? Captain Unbrauchbar hat keine Polizeimarke. Er arbeitet auf 400-Euro-Basis für Greenpeace. Alles klar. Kann man denn mit dem Stift was anfangen? Hey, Sie da! Kombinieren Sie nicht wahllos unbescholtene Inventargegenstände! Das kommt alles in den Polizeibericht! Es tut mir leid, Kommissarin Edna. Es tut mir leid. Ich werde es nie wieder tun. Es war gelogen. Ich wäre ein schlechter Bulle ohne einen Schlagstock. Ich will aber der schlechte Bulle sein. Das ist absolut legitim, Harvey. Und wir haben immerhin noch ein Stuhlbein für dich. Nein. Das Stuhlbein ist vom Dienst suspendiert. Was? Warum? Harvey? Harvey? Bei dem drücke ich ein Auge zu. Alles klar, Kommissarin Edna. Wie wär's denn noch mit Müsli? Vitamino.
mit dem besten aus 3 ausgewählten Kaninchen stellen. Geil, können wir das mitnehmen? Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Oh Mann, können wir denn mit dem reden? Hallo Müsli. Hallo. Ein ganzes Alphabet von Vitaminen und doch so wenig zu sagen. Tja, kann man das benutzen? Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Okay, wie wär's denn mit einem Fußnagel? Ja, bring mir all deine tollen und gesunden Sachen. Nur eine Berührung mit mir und sie werden alle gesund. Was war das denn? Polizeimarke? Ja, bring mir nur... Okay. Ah, nein. Yeah. Und das hat man schon. Ja, bring nur... Okay. In diesem Bild benutzt Captain Unbrauchbar seine Superkräfte, um Bananenstücke aus dem Müsli zu sammeln. Krass. Der hat so tolle Superkräfte. Unfassbar. Ja, bring nur... Okay, das kennen wir alle schon. Poloschläger? Ja, bring nur... Nein, Stuhlbein. Nein, Stuhlbein habe ich gesagt. Ja, bring nur... Auch nicht. Harvey vielleicht? Willst du Müsli, Harvey? Gesund. Offensichtlich nicht.